Ich zeige euch mein Fotostudio und Make-up-Studio, wo das Ganze geschieht. Das ist mein Hauptpunkt, kann man sagen. Ich habe sehr runde Spiegel mir gekauft bei schwedischen einen Ringlicht. Hier habe ich ja so Boxen, zwei, meine Lieben, und meine Untersilien. Pinsel. Ich habe Pinsel. Fieber. Pinsel. Verrückt bin ich auch, so kann man sagen. So. Und ja. Das sind Sachen. Foundation, die ich am meisten letzte Zeit benutze, habe ich mir. Hier habe ich so ein Pflegeset auch zusammengebastelt, weil ich ja so Schminke pflege ich. Ich benutze kein Primer, sondern gute Pflege reicht. So, hier sind das Ganze sieht so aus, ne, dass ich ja so einigermaßen in der Kamera ist der Spiegel, der macht riesig. Einen Menschen und diese Konstruktion ist ja so konstruiert, meine Lieben. Boah, dass das so ist. Hier sind die Luvias. Hier sind Lippenstifte. Hier sind Concealer. Alles, was ich ja so brauche. Hier sind zwei ungeöffnete Paletten. Hier habe ich Puder, die ich zurzeit benutze, zu den ungeöffneten Paletten. Ich habe das große seit ein Jahr oder ein paar Monate war das ja so, und es mir zwei sind da drin kaputt gegangen. Ich wollte die reparieren und wollte bis jetzt, ne? Ich zeige, oh genau, zeige viel, wie man ja so ziemlich ist. Und das ist, wir haben sie eine kleine Version, das dieselben Lidschatten, da habe ich gekauft zum Testen. Und das ist nächste Luvia. Ich bin totaler Fan von Luvia, wirklich. Das ist ja so. Das ist mein Lift Me, mein Schönheitsgerät. Ich liebe es. Hier sind ungeöffnete Packungen. Da werde ich auch viel damit machen, Unboxing und sowas. Hier steht normalerweise mein Gimbal. Und hier habe ich so, dass ihr seht, so ungefähr meine Kröte. Und ja, hier ist ja Deko, wie ihr seht. Das kam da sehr von ihr könnt das jetzt näher nahsehen. Und hier habe ich benutzte Paletten und Lidschatten. Hier habe ich Concealer, Puder, weiß ich, alles Mögliche. So, hier sind ungeöffnete zum Testen. Paletten. Und da sind da unten sind ja Nagelsachen. War ich ja vor halbem Jahr so ungefähr, fangte ich an, meine Nagel selber zu machen. Und hier ist Gott sei Dank an der Tür. Und ja, so hier sind Fotosachen. Fotosachen, irgendwelche Filter, irgendwelche Sachen, ja, so in dieser Richtung. Das sind meine Blusen, die ich ja so zum Filmen anziehe, verschiedene, ein paar Stück ist ja da. So, da. Das sind meine Fotostudio-Sachen. Das ist ja so meine Gitarre, Wein. Sehr gut, das ist mein Fotorucksack.
Und hier habe ich ja zum Beispiel meine alle Objektive. Da sind, ja, das ist ja Fotoecke, würde ich schon sagen. Die Fotografie mache ich eigentlich hier in dieser Ecke. Und das Ganze von hinten sieht so aus. Das ist die kleine Canon mit einer Sigma Linse. Und so sieht das ja von hinten sozusagen aus. So. Ich male hier, ich streiche die Wände auf grau und die ganze Hintergründe werden ja da gerollt, da hängen und diese Ding kommt weg, auf jeden Fall. So sieht bei mir aus, meine Lieben. Das ist das Zimmer von meinem Sohn, ist 2 Jahre hier schon umgezogen. Und am Anfang, also so Gästezimmer, habe ich gedacht, da habe ich angefangen, ja, so Studio zu komplettieren, Fotostudio. Und danach, ja, habe ich dieses Zimmer adoptiert. Ich weiß es nicht, da war so bei mir so eine komische Gedanke, dass mein Sohn vielleicht zurückkommt oder sowas, aber der hat nicht vor und ist alles gut. Das ist mein Mikrofone, die sind ja so mit, wie nennt man das, ohne Kabel, kabellose, aber ich ständig, wenn ich an mir dann habe, da sind irgendwelche Geräusche, Störungen. Da habe ich mir so ein Karton hingestellt, hier ein und der andere ist ja, warte mal, Kollege, das andere hängt ja hier an der Gürtel, ja, so hier mit der, und perfekt, es ist perfekt, es ist, die ist richtig perfekt, Tonqualität kann ich nicht merken. Gut. Und ja, und hier sehe ich mich. Ich habe mir einen Monitor gekauft und das ist eine klasse Lösung, meine Lieben, weil ich mich hier schön sehe. Das ist mein Dyson, der filtert Luft, weil hier dürfen die Katzen, ich habe Katzenhaarallergie, und außerdem die Haare waren immer so auf dem Pinsel. Ne? Da habe ich gedacht, da mache ich so ein bisschen Geld zusammen und ein richtiges Luftfilter kaufe ich. Also meine Lieben, ich denke, die Vorführung hat euch gefallen. Mehr habe ich nicht hier vorzuzeigen. Und ich beende die Vorführung hier. Und widme ich mich dem eigentlichen Thema des Filmes. Okay, na dann, bis dann. Herzlich willkommen, meine Lieben, auf Kanal 60+. Ich bin Marka Eska und ich bin 61, fast 62 Jahre jung. Ich möchte mich bei euch herzlich bedanken, dass ihr hier gekommen seid. Und ich hoffe, dass dieses Filmchen wird euch gefallen. Heute wollte ich euch verraten 3 Tricks, die ich verwende beim Make-up, die mich meiner Meinung nach besser aussehen lassen. Ja. So, meine Augenbrauen habe ich schon gemacht. Hier habe ich auch schon den Concealer so verwendet, wie immer, den von L'Oreal. Und jetzt werde ich die Augen schminken. Als Palette habe ich die Luvia Glam Shadow. Ich möchte es im grünen Bereich benutzen. Und da ich hier kein Weiß, ganz helle habe, da habe ich eine polnische Palette, die heißt Retro. Das eine YouTuberin hat sie entwickelt. Alle Farben sind genannt nach Hollywoods Divas. Und hier ist so ein richtig weiße. Ich habe schon ein paar Mal
Make-up gemacht damit. Und der sieht ja so richtig schön aus. Als erstes werde ich jetzt so mit der Farbe, mit dieser Farbe werde ich so ein bisschen hier unter den Augenbrauen behandeln. Genau so. Und jetzt ich mir überlegen, lila, oh, nee, ich weiß es nicht. jetzt nehme ich diesen Lidschatten. Und mach mir hier die Farbe, mache mir so in der Falte und über. Ich werde einfach meine Schlupflider damit kaschieren. Alles schön verblende nach oben und hier und erster Trick dabei, meine Lieben, ist, dass ich mit dem Lidschatten hier aufhöre. Hier hat jeder mit meiner Augenform und ja so hat hier auch Falten. Hier sind ja so zu viel Haut, hier auch. Und damit, dass ich ja so bis hier höchstens und hier verblenden, fast nichts da lassen, kann ich ja so jede Farbe hier, eigentlich jede dunkle Farbe hier benutzen. Und in diesem Moment, wo die Haut, fängt an, sich zu hängen, ganz einfach, mein Gott, verkrümmen, hängen, ja, so. Und auch sehr wichtig hier, verblenden, nach unten, verblenden, verblenden. Ich mache auch immer ganz viel hier, weil das Auge wird ja größer. Ich mache mir viel, manche haben, habe ich schon gesagt, so schöne Augen so runtergesetzt, dass hier das bewegliche Lid ist ja kilometerweise zu schminken. Aber man kann sich ja auch die kilometerweise zu schminken schaffen. Und alles hier mit dem Lidschatten zum Underground einfach noch ein bisschen verblenden. Wie das sieht. Immer so gut aus, wenn das alles ja so verläuft. Da hier, dadurch, dass ich ja hier diesen bis hier Lidschatten auftrage, ich kann keine andere eigentlich Make-up als Katzenauge oder das Wort ist mir verschwunden. Ich schreibe euch, was ich meinte. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meinte. Meine damit, dass alles hier verläuft und das Gott kommt mir nicht in den Sinn. Keine Ahnung. Okay, nehme ich so einen flachen Pinsel. Der ist schon grün. Und nehme ich dieses Grün. So. Nehme ich dieses Grün und ich werde den ganz einfach hier antupfen. Tupfen. Ich mache hier Tupfen. Oh. Hier. Ich muss schon sagen, die Lidschatten von Luvia, das sind geniale Sachen. Egal welche ich ausprobiert habe, habe ich
zuerst ja so gekauft und dann mal sehen, was, also ich lese immer Meinungen von den Kunden, wirklich, und ich bin ja so noch, ich kann mich nicht erinnern, aber noch nie irgendwie enttäuscht worden, alles stimmte. Und mit der Luvia war dasselbe. Ich gehe so ein bisschen nach oben, ja, so verblenden, ein bisschen, nicht viel, dass die Farben sich hier auch zusammen tun und tun sie sich und die tun sie so richtig, richtig schön zusammen. Dann sage ich, Olivia, die Lidschattenpaletten, die haben sehr, 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 sehr gute, auf der Seite von Olivia war ich, ne? Sehr gute Bewertungen. Da habe ich, ah ja, mal schauen, was, ne? Da habe ich eine bestellt, das war die Matt, denke ich mal, und habe ich auch nächste bestellt. Und nächste. Und alle sind ja gut. Außer mit dem grauen Tunnel. Das ist ja. Das. Grau ist nicht meine Farbe. Grau ist ja. Ich mag so farbige Farben. Ne? So Regenbogen, sowas. Ne? Wer sagte, dass Frau über 60 sich das nicht solche Make-up tragen darf oder sowas? Das finde ich total daneben. Ich kann solche Make-up tragen, meine ich. Sehe nichts dagegen, dass ich die nicht tragen darf. Okay, hier haben wir schon, denke ich mal. Ich habe lange mit der Palette nicht gearbeitet, da ich habe lange mit der Palette nicht gearbeitet und daher bin ich so gespannt, wie das alles wird. Jetzt nehme ich diese Türkis, ist eigentlich, ne? Oh. Aber ich nehme einen anderen Pinsel. Ich muss ja einen Pinsel, flachen Pinsel suchen. Und so. Okay. So. Habe ich runden genommen. Und. So, hier so einen Verlauf schaffe ich. Oh. Dass die zwei Farben sich so schön verblenden. Ich finde, Frauen über 60 sind irgendwie verdammt schon. Ich weiß, da wo ich ja so jung war, Teenager, da sind die Leute mit 40, uiuiui, sehr, sehr alt. Ne? Wobei, von 40 bis 50, muss ich schon sagen, das war meine beste Lebenszeit. Ich habe mich endlich ja so weiblich begehrt und richtig gefühlt. Ja, so mit 50, naja, da hatte ich ja so eigene Probleme, da war nicht so prickel, ne? Aber das war die beste Zeit von 40 bis 50. Ich habe das Gefühl damals gehabt, ich kann ja Berge versetzen. Übrigens, ich war damals ja so in der Schule. Habe ich ja so eine erste Schule Umschulung gemacht, 2 Jahre. Und ein paar Jahre später habe ich ja meinen Meister gemacht. Das war alles so, ging ja so flott. Also ich hatte viel Kraft, viel positive Gedanken. Ich habe in der Zukunft so richtig geschaut, dass keine Probleme waren für mich zu groß, zu schrecklich. Ich habe alles bewältigt, was zu bewältigen war. Und jetzt 60, mit 60 Jahre, naja, ich bin nicht mehr die Jüngste, aber ich fühle mich auch nicht alt. Ich höre über, zum Beispiel, habe ich gehört, ja, so, meine Mama mit 70, das war mit Begeisterung, kann Computer bedienen. Hallo? Warum nicht?
der Frau ja so über 60 und 60, 70 sowieso, da wird alles untergesagt. Die kriegen ja so Handy mit riesengroßen ja so, Tasten, dass die ja so sehen, ne, als ob die Brille keine hätten. Die kriegen, ja, die sollen keinen Computer, das ist ein Wunder, dass sie Computer haben und ja so mich damit auskennen. Das ist ja so wirklich, darum habe ich gedacht, ich öffne auch auf Deutsch Kanal über 60, Frau über 60, dass die Frau über 60 ja so mit Computer umgehen kann, dass die Frau über 60 Fotos machen kann, so richtig schöne Fotos, nicht ja so Strick, so Knips, sondern ja so Fotos, die brauchen ja Zeit und Aufwendung, dass die ja mit dem Computer ganz normal oder besser als die jungen Leute umgeht, ja, habe ich schon festgestellt, oder mit einem Smartphone. Aber das ist ja, das hat für mich ja so keine Geheimnisse. Ich liebe es, ich liebe es, was Neues, Technisches in den Hände zu bekommen und ja so richtig das Entdecken, was da Neues ist und ah ja, das ist für mich das. Da bin ich begeistert. Da, und warum sollen die anderen Frauen nicht so sein? Ja, nach Meinung anderen Menschen, die Mehrheit denkt ja so, ja, dass die Frau mit 60, ja, die sollte schon, na, vielleicht nicht im Flur, aber im Keller schon einen Sack haben, ne? Weil das, man weiß sich ja, so ist schon alter, ins Keller ist ja so. Ja, so ein paar Jahre später sollte ja schon den Sarg ja so im Flur stellen. Ne? Immer da vorbeigehen, naja, ich bin ja jetzt, ich lebe nur um zu sterben oder sowas ähnliches. Und das finde ich total doof. Weil nirgendwo ist bewiesen worden, dass Frau über 60 dumm ist und kann mit nichts umgehen. Was Technisches oder überhaupt. Okay. Hallo meine Lieben, jetzt habe ich zweites Auge fertig und jetzt wird Zeit für einen zweiten Trick. Mein letzter Lieblings Foundation sind zwei. Das ist die von Evelyn. Hier in einen. Das heißt, hier soll ja als Concealer und alles Mögliche da sein. Es ist ja, das alleine sieht total schön aus. Evelyn, das ist eine polnische Firma. Man kann, ich verlinke euch die Produkte, die verkaufen und die sind richtig, richtig gut. Evelyn Maybelline, auch die seht ihr. So, die. Und ich mische die auf der Handfläche. Ich nehme hier so ein bisschen von der so ungefähr. Mir nicht. Und dieselbe Menge nehme ich von dieser Foundation von Maybelline Dream. Ich habe keine Brille, es tut mir leid. Ich habe 5 Dioptrien und auch so, ne? So. Manchmal die Foundation zu mischen ist gar nicht schlecht, so wie jetzt. Ne? Ich nehme so einen ja, so Pinsel und andere Seite und so. Auf der Handfläche habe ich das vermengt und der zweite Trick ist, nimm einen lockeren Pinsel zum Foundation aufzutragen. Ich nehme so einen Pinsel, der ist total locker. Total locker. Und einfach nur so ein bisschen. So ein bisschen als das Oberfläche, so ist so ungefähr. Und jetzt auf dem Gesicht auch. Hier so ein bisschen. Ne? So ein bisschen überall, wo man will, dass die Foundation landet. Und im Kreisen. In solcher Art und Weise braucht man nicht viel Foundation.
das zu essen, weil nächste Ladung, weil es tut mir leid, aber mit meinem Alter, das ist Video, wo ich mich geschminkt habe wie eine 20-Jährige, meinem Alter, der 40 oder sogar 50, viel Foundation am Gesicht, sieht nicht so gut aus. In meinem Alter ist ja die berühmte Parole, weniger ist mehr. Und es ist wahr. Und guck mal, der nimmt überhaupt, das Pinsel nimmt überhaupt kein da drin. Ups. Ist sauber. Alles, was er hat, das ist ja nur auf der Fläche. Und alles wird schön hier verteilt. Darum nicht viel. Darum nicht viel. Also meine Lieben, inzwischen habe ich mir die Wimpern ja so getuscht, hier so ein bisschen schwarz verblendet, ja so an der oberen Wimpernkranz, das ja so unten so ein bisschen schwarz und auch verblendet, dass das ja so das schön aussieht, habe ich mir mit dem Concealer ja so unter den Augen, den Concealer behandle ich nicht mit Puder. Ne, bis hier pudere ich mit meinem Gesicht, hier lasse ich frei. Hier so ein bisschen, hier aber so am meisten hier habe ich ja so gepudert. Und jetzt mein dritter und letzter Trick. Das ist ja Bronzerpalette und Contouring von Luvia. Und ich nehme mir so einen Pinsel und den Pinsel tue ich ja so über alle drei quer. Und so wie bei ihm der Bibel für Make-up steht, von diesem Moment, wo das Auge ja so, Auge, wo das Ohr anfängt, in diese Richtung bronze ich. Bis hier. Ne, bis hier, aber mache ich auch nicht so viel. Ne? Am besten genau mit so einem. Und das Trick ist, ich habe keine Wangenknochen, die abstehen, die so schön sind eigentlich. Mir gefällt das. Und normalerweise gehe ich, wenn ich unter Wangenknochen gehe, bei solchen Gesicht mit, ja, so Wangenknochen, mit solchen Gesicht, mit ausgeprägten Wangenknochen, ich mache als ob. Ja? Ich gehe unter Wangen und ich gehe nicht nach unten, ich gehe nach oben. So lässt das Gesicht nach oben, ja, zieht nach oben. Wenn das nach unten geht, wird das Gesicht so hängen. So. Es hängt ja sowieso viel mit 60. Ne? Dann nochmal zu hängen, noch eine zu hängen, das wäre so ein bisschen viel. Ne? Und dann macht als ob, kaschiert man das Hängen des Gesichts. Die können das Hängen kaschiert man, ist alles gut. Verblenden mal so. Und alles perfekt. Kann man ja so, wenn es ein bisschen zu viel ist. Nö, ne, alles okay. So, aber ein bisschen kann man das nicht. Ne? So, und das nach oben zieht. Ne? Die Gravitation macht ja so schon zu viel mit uns. Alles hängt ja so. Das machen wir das nach oben. Und wenn ich damit fertig bin, ich nehme Rouge. Blush, wenn man das, ja. Also ein ja so struppeliger Pinsel und hier ganz normal hier rundum über den Bronzer einfach so ein bisschen Rouge. Ne? So. Ich kontrolliere mein Gesicht nicht. Ich weiß jetzt nicht warum, aber mache ich. Ich habe nie gemacht. Und jetzt nehme ich ja so der Glowste Glow
und alle Glauben vom Kitulitz und mache ich mir schön drüber, dass das wunderschön leuchtet. Hallo, Halli, Hallöchen, meine Lieben. Ich bin wieder da, habe ich mich so ein bisschen menschlich gemacht. Ich hoffe sehr, dass dieses Filmchen hat euch ja so ein bisschen geholfen, sich zu ja so irgendwie schminken, ja, so dass das die drei Tricks, die ich habe, werdet ihr auch verwenden, vielleicht, ne? Ich würde mich sehr freuen. Ich freue mich auch, wenn ihr mit abonniert. Das kostet nicht, aber mich baut es auf, richtig, ne? Dass ich ja so hier sitze, mit euch rede, einen Sinn hat. Für mich und für euch. Ja, so. So, ich hoffe, euch geht's gut, dass keine von euch die Corona erwischt hat. Ich drücke euch die Daumen, dass der ja vorbeigeht. Es wird besser, man sehen. Und ich fühle mich eigentlich, muss ich ja schon sagen, nicht überrascht, wie das alles so läuft in Deutschland. Dass die Regierung hat sich ja richtig um den Bürger gekümmert. Ich fühle mich sehr gut jetzt, wirklich. Ich lebe 32 Jahre hier und ich habe mich nicht so sicher, komischerweise ja so gefühlt, so wie jetzt, wo die Regierung alles tut, alles macht, dass uns Bürgern gut geht. Daher, ich wünsche euch alles Gute, alle Krankheiten und alle Unheilen weg von euch. 7 Meilen und dass ihr gesund seid und wir treffen uns beim nächsten Film. Der wird ja so wahrscheinlich über die Pflege, Gesichtspflege, Haarpflege, sowas habe ich ja so vor. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich. Ich wünsche euch ja so schöne Tage und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Mua. Mua.